Hallo, ich habe mal wieder einige Outfits für euch. Es ist also nach langer Zeit heute der Tag gekommen, an dem ich die oft gewünschte Fortsetzung vom Fashion Lord euch präsentieren kann. Den Anfang macht dieses Outfit hier, eine Art Gunship Operator Uniform. Perfekt passend zum Avenger oder auch zur Bombushka. Es ist ein relativ schlichtes Outfit, aber irgendwie je mehr man es sich doch anguckt, desto mehr ist es einzigartig und interessant. Den Overall findet ihr bei den Raubüberfall-Overalls, und zwar den grünen, dazu khakifarbene Wanderstiefel, den Thermalsichthelm in weiß, findbar bei Kampfhelme. Die Handschuhe mit den offenen Fingerkuppen findet ihr unter Accessoires Handschuhe bei den grünen Wollhandschuhen. Und dann darf natürlich noch die Maske, Brille und Helm-Kombo nicht fehlen. Die Brille dazu ist die beige Outlaw-Schutzbrille aus der Sportbrillenkategorie. Die Maske ist von den Skimasken die taktische Cross-Hatch-Maske. Und dann glitscht ihr euch die an einem Fernrohr zusammen. Ihr geht dazu ans Fernrohr, aktiviert es, brecht die Aktivierung ab, indem ihr euch wegbewegt. Habt vorher im Idealfall logischerweise den Helm und die Maske schon bereits auf. Die werden euch beim Fernrohr abgezogen, dann zieht ihr die Brille auf und so zieht ihr dann praktisch die Brille unter Maske und Helm und das Outfit ist fertig. Ziemlich einzigartig, dürfte höchstwahrscheinlich kein anderer Spieler so haben, außer natürlich, er hat ebenfalls dieses Video gesehen. Auch von der Farbgebung her ist das Outfit entsprechend schlicht und unauffällig. Es könnte beispielsweise in einer Bergregion wie dieser hier auch als Tarnung verwendet werden. Wenn ihr also eine realistische und weniger autistische Option zu den 0815 Bodenhansel-Kostümen wollt, da habt ihr eine. Machen wir weiter mit dem nächsten Outfit, meine Wüstentarnung. Die wurde explizit angefragt, weil ich die in einem Video anhatte. Deswegen zeige ich jetzt, wie genau die aufgebaut ist. Anmerkung am Rande, Kanjali und Rhino so direkt nebeneinander zu sehen, hat auch schon irgendwie was Interessantes. Aber naja gut, das hier ist ein Outfit-Video. Also fangen wir an. Ihr findet schon mal die Basiskleidung dafür bei den Outfits Gorka Kampfanzüge. Und zwar die Herbsttarn-Variante. Dazu dann auch die taktischen Herbsttarn-Handschuhe, passend im Muster. Stiefel, khakifarbene taktische Stiefel. Dann braucht ihr noch die Brille. Findet ihr bei Sportbrillen, ist die Graustufen-Urban-Skibrille. Was für ein Zufall, passend dazu gibt es auch den Thermalhelm nochmal in der Herbsttarnungsvariante und natürlich auch die taktische Skimaske, also nehmen wir logischerweise beides und genauso wie wir es bei dem anderen Outfit auch gemacht haben, glitschen wir das am Fernrohr zusammen, sodass man die Brille darunter anziehen kann. Und dann habt ihr es so, wie ihr das wollt. Ich zeige das hier mit der Variante, die ich beim letzten Community-Event anhatte, eine Art Navy-Tarnung vom Prinzip dem gleichen Outfit. Gibt es ein paar Unterschiede, die Stiefel sind etwas anders, die Handschuhe sind dunkelgrau und die Maske ist in diesem Fall Digitaltarnung und natürlich ist der Helm schwarz. Aber ansonsten, gleiches Outfit, zwei Varianten, erfüllt seinen Zweck, sieht definitiv hier auf einem Schiff bei Regen auch ganz cool aus und wäre definitiv auch ein gutes Outfit für ein Wasser-DLC. Nächstes Outfit. Das hier ist was für alle, die schwer gepanzert aussehen wollen. Da gibt es ja seit Doomsday Heist mit den neuen Westen einige Optionen, die ihr euch über die Einsatzoberteile drüber ziehen könnt. Ihr nehmt euch also beispielsweise eine schwere Kampfweste hier und dann könnt ihr von den Einsatzwesten euch entsprechende Panzerungen aussuchen, wie beispielsweise mein Favorit, die schwere Gefechtsweste. Darunter noch schwarze Tarn-Cargo-Hose und dann sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Abgerundet wird das mit der schwer gepanzert aussehenden grauen Gasmaske, effektiv nutzt ihr euch aber auch nichts. Die kriegt ihr übrigens unter den Thermalhelm, in dem ihr auch den Fernrohrglitch macht. Aber das habe ich jetzt schon zu Genüge erklärt. Mein letztes Outfit für dieses Video ist meine Nachtsicht-Wintertarnung. Dazu braucht ihr erstmal den weißen Gorka-Tarnanzug und dann braucht ihr die grauen Waldtarn-Handschuhe, gepanzert. Die sehen von außen nämlich wunderbar nach Wintertarnung aus. Dann die graue Ballistikmaske, nicht die weiße. Die graue passt nämlich besser zum grauen kugelsicheren Helm, während der weiße nicht wirklich nach Wintertarnung aussieht. Nachteil dieses Outfits, wenn ihr damit aus dem Heli aussteigt, zieht es euch den Helm ab. Jedes Mal, das nervt. Jetzt mag manch einer sich fragen, warum ich denn dann nicht so wie sonst den Thermalsichthelm verwende. Die Antwort ist relativ simpel, weil man Thermalsicht und Nachtsicht nicht doppeln kann. Die Maske hat bereits integrierte Nachtsicht und ein Thermalsichthelm würde dazu nicht funktionieren. Das ist leider eine Verfehlung seitens Rockstar, aber man kann das einfach nicht doppeln. Es wäre sehr cool, wenn man es könnte, dann könnte man so ein Multifunktions-Outfit machen, wo man Nachtsicht und Thermalsicht drin hat, aber das ist leider nicht möglich. Ärgerlich.
Helm und Maske bekommt ihr aber auch bei dem Outfit wie bei den anderen Outfits auch zusammen, indem ihr das am Fernrohr entsprechend zusammenglitscht. Kommen wir zum zweiten inhaltlichen Abschnitt dieses Videos, während ich im Hintergrund ein wenig Challenge-Gameplay für euch habe, denn genau darum geht es in der zweiten Hälfte, um die Challenge, denn die endet sehr bald. Schon am nächsten Wochenende werde ich mir nochmal die ganzen Clips angucken, die eingereicht wurden, und meine persönlichen Favoriten auswählen. Wenn ihr also euch noch an der Challenge probieren wollt, dann wird das langsam mal Zeit. Und außerdem, wenn ihr noch Clips habt, die ihr noch einreichen wollt, weil ihr es vielleicht bisher vergessen habt, dann wird das ebenfalls langsam mal Zeit. Es hat beispielsweise noch keiner einen Clip eingereicht, wo er die Challenge am Boden zu Fuß absolviert hat, obwohl mehrere Leute behauptet haben, sie hätten das schon hingekriegt. Ansonsten möchte ich mich auch schon mal bei allen bedanken, die bereits Clips eingereicht haben. Es freut mich sehr, dass da vor allem auch einiges an sehenswertem Zeug bei rumkam und dass ihr anscheinend auch Spaß an der Challenge habt und die gut angekommen ist. Ohne euch würde die Challenge ja schließlich nicht wirklich funktionieren. Bisschen schade finde ich, dass keiner der anderen deutschen YouTuber die Challenge angenommen oder absolviert hat. Aber hey, wirklich überrascht bin ich nicht. Aber theoretisch habt ihr ja immer noch Zeit. Wenn ihr das also seht, zeigt doch mal, dass ihr außer Clickbaiten noch was anderes könnt. Und damit sind wir theoretisch jetzt auch schon beim dritten inhaltlichen Abschnitt dieses Videos angekommen. Und zwar möchte ich mal kurz noch ein bisschen was zu Rockstar sagen, denn wenn ein Lob mal angebracht ist, dann kann man das durchaus auch mal aussprechen. Die letzten Tage und Wochen waren eigentlich ziemlich gute Aktionen von Rockstar. Bunkerverkäufe mit doppeltem Geld, da kann man ordentlich Geld bei verdienen. Da lohnt sich der Bunker dann auch schon mal richtig. Von daher, großes Lob dafür. Aber ein noch größeres Lob muss ich tatsächlich für die Steuerrückzahlungsaktion aussprechen. Irgendwo hätte man das auch verkacken können, indem man da beispielsweise nur Fahrzeugkäufe hätte reinzählen lassen. Aber der Umstand, dass da sogar Versicherungen, die man zahlen musste, als Belaster mit reingezählt haben, haben die Aktion, finde ich, echt gelungen gemacht. Ich habe beispielsweise eine ganze Million zurückbekommen und das ist schon echt was wert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.